Ich wollte euch ein bisschen was zu unserem neuen Out-of-Band-Netzwerk erzählen und vielleicht so ein bisschen Show and Tell und Erfahrung dazu zu machen. Wir haben das Ganze mit Tailscale und OpenGear gebaut, aber dazu gleich mehr. Genau, wer mich nicht kennt, ich bin Moritz, ich bin Geschäftsführer der Global Base, ansonsten auch noch Consultant, also da auch käuflich, stellvertretender Vorsitzender im DENOC und außerdem den Spätzle AX. Genau. Ich habe das aber alles nicht gemacht. Ich habe irgendwann vor einer Weile Shells gegen PowerPoint und Excel getauscht. Ob das so eine gute Entscheidung war, weiß ich noch nicht. Aber es macht auf jeden Fall beide Spaß. Das meiste hat mein Kollege Michael Meyer gebaut. Aber ich heim's jetzt einfach mal brav die Lorbeeren dafür ein. Vielleicht kurz zu uns, nicht als Werbung, sondern weil es im Kontext vielleicht ganz wichtig ist. Wir sind ein ISP aus Stuttgart. Wir haben in Stuttgart selber ungefähr 400 Kilometer Dark Fiber, 700 angeschlossene Buildings. Und das tun wir, indem wir 19 Pops in der Stadt, 19 Pops in Summe haben, 15 davon in Stuttgart, zwei in Frankfurt, einen in Berlin, einen in München. Frankfurt, Berlin und München sind vielleicht schon mal der erste Hinweis darauf, warum wir ein Out-of-Band-Netzwerk brauchen, weil wir vielleicht nicht immer so aus Stuttgart. Na doch. Wohl doch kein Glück mit den Göttern. Genau. Zum Netz selber gibt es, glaube ich, nicht viel Spannendes zu sagen, außer dass es ein relativ zusammenhängendes Netz ist. Sprich, wenn OSPF kaputt ist, ist Netz aus. Wenn LDP oder MPLS kaputt gehen, haben wir ein Problem. Und genauso, wenn IBGP kaputt geht. Genau. CPEs sind jetzt hier eher nicht relevant, habe ich nur der Vollständigkeit mitgenommen. Unser altes Out-of-Band-Netz seht ihr hier in seiner wundervollen Schönheit. Wir haben Juniper X3300 genommen, manchmal mit DC-Netzteil, manchmal ohne. Eigentlich nur als Medienwandler von Glas auf Kupfer und dann hatten wir halt noch ein paar Ports übrig und dementsprechend haben wir dann auch die USV und Temperaturmonitoring und sowas eingestellt. Darunter dann modernste Cisco 2509, maximal schnelles 10 Megabit Half-Duplex mit AOI auf Ethernet-Adaptern und darüber PC-Engines APU2, auf denen wir ein eigenes Debian gefahren haben. Verbunden haben wir das, indem wir zum nächsten Pop in irgendeiner Form eine Dark Fiber genommen haben oder eine DWDM-Wave draufgenommen und in Frankfurt, Berlin und München entsprechend eben geguckt, ob wir nicht einen zweiten Carrier finden, an dem wir uns anstecken können, dass das da bleibt, falls unser Netz mal zerhaut. In Stuttgart hatten wir da relativ selten die Möglichkeit, weil in unseren Pops halt einfach niemand anders ist außer uns. Genau, um das dann irgendwie zusammenzuschnüren, damit es nicht viele SSH-Hopping und sonst was ist, haben wir OpenVPN gebaut auf einen redundanten Konzentrator, der bei uns im RZ lief, auch auf Debian. Genau, so viel mal zur alten Geschichte. Was haben wir Neues draus gemacht? Oder genau, was waren die Probleme damit? Zum einen, es sind drei Geräte, die muss man irgendwie managen, die muss man warten, da muss man Wartungsverträge für haben, die brauchen Platz. Die brauchen in Summe für das Setup über 100 Watt und insbesondere auch in unseren Pops mit DC-Infrastruktur, was mehr als die Hälfte davon sind, verbrauchen die auch gleich mal drei DC-Abgänge, die jetzt auch nicht so in Masse vorhanden sind. Oder müsste man wieder irgendwie neue Gleich- oder Wechselrichter bauen, USV-Anlage vergrößern und sonst irgendwas. Und das kostet alles Geld. Das mal so zu den Hardware-Problemen. VPN-Failover und OpenVPN, wer das schon mal in redundant gebaut hat, weiß zumindest, wie viel Schmerz das sein kann. Irgendwann kriegt man es hin. Ob es Spaß macht, keine Ahnung. Und das größere Problem an der Geschichte ist halt auch hier, wenn es uns entweder das IGP zerhaut oder in irgendeiner Form den VPN-Concentrator oder vielleicht den Hypervisor oder sowas und das vielleicht sogar nicht nur halb kaputt, sondern undeterministisch kaputt, dann sind wir gleich im ganzen Netz blind. Analog dazu im eigenen Netz das Problem, wir hatten ja gesagt, wir springen quasi einen Pop weiter über DWDM, wenn uns da die Verstärker kaputt gehen, haben wir genauso ein Problem und ja, IGP hatte ich schon erwähnt. Also haben wir uns hingesetzt und gesagt, wir möchten das Netz neu bauen. Ein erstes Ziel, insbesondere auch wieder in den kleinen Pops, die stehen irgendwo im Keller, da gibt es so eine kleine Nische, da möchte man zum einen nicht so viel Platz wegbrauchen, dementsprechend ist jede HE da Gold wert. Dann möchten wir nicht so viel Stress damit haben, das zu betreiben. Wir möchten vor allem auch den Stromverbrauch runterziehen. Das sehen wir nachher am Ende nochmal schön, was das gebracht hat. Wir möchten keinen zentralen VPN-Konzentrator mehr haben.
Wir möchten eine Resilienz gegen irgendwelche katastrophalen IGP-Failures haben oder was weiß ich, die Hosting-Domäne explodiert in irgendeiner Form oder sonst irgendwas. Wir wollten uns darum kümmern, dass wir unabhängig von unserem Netz und auch vielleicht von, was weiß ich, einem Interaction, Meet Me Room oder sonst irgendwas, noch LTE als Failover haben, überall. Und zusätzlich hätten wir gern noch Perimetersicherheit, sprich irgendwie einen Türkontakt, um zu wissen, ob das Rack mal aufgeht oder nicht. Das soll auch schon mal vorgekommen sein. Ja, hardwaremäßig, wie es der Titel schon verraten hat, haben wir uns für OpenGear entschieden. Ehrlich gesagt war der Markt da auch nicht so groß. Wenn man dann die anderen Geräte mal in der Hand hatte, entscheidet man sich relativ schnell für OpenGear, meines Erachtens. Diese kleinen Kisten hier sind ganz nett. Wir haben einen Dual-Personality-Port für den Uplink, entweder ein SFP oder ein Kupfer-Uplink, für uns meistens SFP. Wir können zwei SIM-Karten reinstecken, die auch untereinander failovern können. Und es kann, was weiß ich, 3G, 4G und LTE-M und so weiter. Wir haben vier Ethernet-Ports, die wir auch sauber firewallen können. Da gibt es einfach einen IP-Tables drunter, mit dem man auf den Ethernet-Ports Spaß haben kann. Wir haben vier serielle Ports und zusätzlich nochmal vier USB-A-Ports, an die wir auch nochmal USB-Seriell-Adapter anschließen können. Dementsprechend kommen wir da eigentlich mit so einer kleinen Kiste, also die ist, was weiß ich, was ist das, 15 mal 15 cm groß oder so, kommen wir auf acht serielle Ports. Zusätzlich haben wir noch zwei digitale Input-Output-Ports, mit denen wir eben die Perimetersicherheit abbauen können. Und noch viel schöner ist eigentlich, dass da drunter ein Linux läuft, das auch nicht in irgendeiner Form zugenagelt ist, sondern du loggst dich auf der Kiste ein mit dem Username, den du auch im Webinterface hast, und du bist root und kannst da tun und lassen, was du möchtest. Kannst du natürlich auch dabei ins Knie schießen, aber wir wissen ja, was wir tun. Und hier schon mal schön zu sehen, wir sind ungefähr bei einem Zehntel vom Stromverbrauch, 11,5 Watt, was natürlich sehr schön ist. Ja, dann ging es irgendwie weiter. Wir hatten das Thema, also wir hatten eine Hardware, wir wollten uns überlegen, okay, wie kommen wir da mit LTE weiter. In den meisten unserer POPs, viele davon sind in irgendwelchen U-Bahn-Stationen der lokalen U-Bahn-Gesellschaft, haben wir nicht immer den besten Empfang. Aber netterweise sind nebendran irgendwie, was weiß ich, die Mobile Operators dieser Welt, aber meistens nur eine, haben halt irgendwann mal eine Vodafone daneben, dann mal eine Telekom, dann mal eine O2. Aber es gibt kein POP oder kein Carrier, der in allen unseren POPs entsprechend Empfang gehabt hätte oder gerade erst oder erst recht Empfang, der Spaß macht. Wir haben dann lang rumgesucht und sind schlussendlich auch über eine Empfehlung aus der Community auf Wherever-SIM gekommen, die es sehr nett anbieten, dass man bei ihnen eine SIM-Karte kaufen kann. Die kann dann 2G, 3G, 4G, LTE-M und 5G hoffentlich auch bald. Und diese SIM-Karte geht einfach her und wählt sich in das beste Netz ein, das sie vor Ort findet, was sehr dynamisch und sehr dynamisch ist und sehr viel Spaß macht. Man kann es auch auf irgendein Netz pinnen. War das die Frage, oder? Es kann auch SMS, ja. Und das noch viel Schönere ist, du musst die SMS nicht irgendwie auf dem Gerät abholen, sondern du kannst die SMS per API einfach aus deren Webinterface rausziehen. Genau. Was auch noch ein schönes Feature für uns gerade ist, normalerweise im Idealfall machen die Dinger 2 Jahre lang oder 10 Jahre lang keinen Traffic. Dementsprechend braucht man da auch nicht das große Datenvolumen drauf. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie über unseren 20 Geräten, ich glaube, 2 GB im Monat oder sowas und wir können es halt im Data Pooling holen. Natürlich können wir, wenn mal wirklich die Kacke am Dampfen wäre, auch entsprechend überbuchen und zahlen dann halt mehr. Aber so für den normalen Betrieb reicht es quasi einfach zu sagen, hier hast du 20 SIMs und über die hinweg kannst du 2 GB Traffic machen. Und das auch für ein halbwegs brauchbares Budget. Wer das möchte, wir möchten es nicht. Man kann sich auch seine ganzen SIM-Karten da per IPsec zusammensammeln lassen oder auch einen Private APN haben und den dann eben sich per L2TP irgendwo geben lassen. Aber das nur mal am Rande. Vielleicht ist es ja für jemanden interessant. Genau, und dann ging es irgendwie an die VPN-Thematik. Wir hatten in der ganzen Firma eigentlich schon die ganze Zeit, seit es uns gibt, 20 Jahre lang grob, OpenVPN. Was aber irgendwie, wenn man es nicht richtig automatisiert oder sich da immer mal wieder um die Automatisierung kümmern muss, ein Pain ist. Ich bin mir sicher, jedem von euch, der schon mal mit OpenVPN gearbeitet hat, ist auch schon mal ein Zertifikat ausgelaufen. Wenn das dann irgendwo im Netz passiert, ist das noch viel nerviger. Und man muss sich irgendwie um diesen ganzen Kram kümmern. Dazu braucht man Leute, die das machen und das betreiben. Und am Ende vom Tag sind wir halt ein Internet-Service-Provider und kein Managed-Hosting-Anbieter und sonst irgendwas. Und dementsprechend
war das irgendwie keine Lösung mehr, die wir wirklich betreiben wollten, sondern wir wollten was Einfacheres. WireGuard war dann so gerade der, was, wie sagt man da, die neue Kuh, die durchs Dorf getrieben wurde. Und mit WireGuard und einem Full Mesh klang das alles schon ziemlich interessant. Durch die Punkt-zu-Punkt-Verbindung in dem Full Mesh haben wir halt den Vorteil, dass wir keinen Konzentrator mehr brauchen, weil einfach mein Laptop mit dem anderen Gerät direkt einen Tunnel aufbaut, ohne über irgendjemand zu gehen. In Linux selbst, was jetzt für dieses Projekt nicht relevant ist, aber für die Gesamtbetrachtung der Firma können wir mit Kernel 5.6 da auch ohne irgendwie magisch dran rumzudrehen, im Kernel-Support von WireGuard ordentliche Übertragungsraten erreichen. Und wenn man es mal mit OpenVPN vergleicht, aus meiner Sicht zumindest, ist es deutlich einfacher zu konfigurieren. Was nicht so toll ist, wir tauschen Zertifikate durch Keys. Gibt zwar wenige Ciphers und komische Mismatches sind weg, aber es ist immer noch ein Thema, um das man sich kümmern muss. Kommerzieller Support für WireGuard ist schwierig, mittlerweile besser. Vor 1,5 oder 2 Jahren, als wir uns das angeschaut haben, gab es da auch noch nicht so viel auf dem Markt. Man braucht immer noch irgendeine Form von Firewall, also was weiß ich, IP-Tables, NF-Tables oder sonst irgendwas, um das dann gerade beim Full Mesh entsprechend zu steuern. Und um Full Mesh zu bauen, braucht man eben irgendwas, das einem das schön generiert, analog zu dem zu der Clos-Topologie von Jens vorhin. Also irgendwie auch die ganzen Mehrpunkte sprachen für uns initial dagegen. Dann kam irgendwo auf dem Markt Tailscale um die Ecke. Tailscale ist im Endeffekt WireGuard als Data Plane und hat dann sich selbst als Control Plane drüber gesetzt, sprich die ganze Konfigurationsgeschichte, also alles, was ich quasi gerade unter Meh gelistet habe, kümmert sich Tailscale um. Die baut automatisch das Full Mesh, kümmert sich um die Key Rotation. Dieses ganze IP-Tables-Gefrickel ist weg. Du hast einfach nur noch eine JSON-Datei, in die du eintippst: User oder Server bla darf auf Port 123 von Server X oder auch Port Sternchen von Gruppe Y oder sowas. Also relativ mächtig, auch schön Git-based mit Verwaltung und sonst irgendwas. Und es hat auch einen auditfähiges Log, was auch immer ganz interessant ist, falls man sich mal auditieren lassen möchte. Ja, es kostet Geld, das ist auch nicht zu wenig, ungefähr $20 pro User pro Monat. Aber jemand einstellen, der sich Vollzeit um OpenVPN kümmert, kostet auch Geld, insbesondere wenn du echt zwei davon brauchst, weil einer ist irgendwie immer mal krank und dann hat irgendwie der Typ gerade Urlaub, während der andere krank ist. Also brauchst du eigentlich drei Leute, die sich mit dem Thema auskennen, die kosten deutlich mehr als $20 pro User pro Monat für ein VPN. Was man dazu sagen muss, die Control Plane ist in der Cloud. Wir haben die nicht in der Kontrolle, aber die Data Plane schon. Wenn die Control Plane ausfallen würde, hätten wir ein Thema. Ist sie bis jetzt in den letzten 2 Jahren nicht. Deren Konzept ist auch relativ gut dokumentiert, wie sie das bauen, wie sie das betreiben. Und insofern haben wir gesagt, okay, das Risiko gehen wir mit ein. Was auch sehr gut an Tailscale ist, das meiste davon ist Open Source, insbesondere auch die Clients. Man kann die selber bauen, wenn man das möchte, und dementsprechend auch auditieren. Und es gibt auch Third-Party-Audits, die sich das schon angeschaut haben. Insofern war das für uns der Gewinner aus einem riesigen Zoo, was man sonst hätte tun können. Insbesondere, wir müssten keine Hardware kaufen, wir müssen uns damit nicht beschäftigen. Wenn ihr irgendwann mal 10 Minuten Zeit habt, nehmt euch Tailscale, für private User ist das kostenlos. Du installierst es, du schmeißt es auf den Server. Und es funktioniert einfach, es ist total langweilig. Also insofern macht richtig Spaß. Jeder, dem ich es bis jetzt gezeigt habe, hat sich das irgendwie privat für sein Lab installiert und seitdem einfach kein Thema mehr gehabt. Also vielleicht auch was für euch. Genau, ja, dann haben wir das quasi genommen: OpenGear, Tailscale und noch eine Wherever-Sim, das alles zusammengeklebt. Das Tailscale auf die OpenGears zu kriegen war relativ einfach. Es gibt einfach ein Linux-Package, das man installieren kann. Ich glaube auch als Dev. Es gibt auch für hunderte Distributionen, entsprechende Pakete, die man einfach runterladen kann. Aber das .deb haben wir dann eben auf den OpenGear-Kisten relativ easy zum Laufen gekriegt. Das hat, glaube ich, einen halben Tag gedauert. Auf den kleinen Dingern läuft noch Kernel 3.10. Dementsprechend haben wir keinen Support also keinen nativen Kernel-Support für WireGuard. Aber es ist ein Out-of-Band-Netz, das irgendwie serielle Konsole mit 9600 Baud anzeigen soll. Wenn wir da irgendwann mal mehr als 10 Megabit brauchen, dann haben wir ein ganz anderes Thema. Genau, dann haben wir das ein bisschen zusammengeklebt. Das Ganze läuft jetzt mit ein wenig Python-Magie, um das Ganze aus Netbox zu ziehen. Ein bisschen Docker drumherum und dann Zero-Touch-Provisioning,
so dass wir eigentlich nur noch hergehen müssen, in der Netbox so eine OpenGear-Kiste anlegen und dann fällt die komplett konfiguriert aus dem Netz. Wir haben dann noch leider SNMP-Exporte hernehmen müssen, um SNMP zu nehmen und es zu überwachen. Und leider mussten wir ein OpenGear-Bug feilen, weil RFC 3021, sprich die Verwendung von /31 Netzmasken, zwar konfigurierbar war, aber danach war die Kiste nicht mehr erreichbar und brauchte ein Factory Reset. Ist aber gefixt, haben wir gerne für euch getan. Firma 4132, viel Spaß damit. Ja. Genau. So sieht das Ganze dann quasi in unserem Monitoring aus. Was ganz nett ist, wir haben oben links in der Ecke quasi die Info, wie geht es der Tür, ist die gerade offen oder zu? Und das Ganze auch over time, komme ich gleich zu, was da ist. Wir sehen, wie es den Basebands geht, sowohl 4G wie auch 3G. Und dann natürlich, wie es dem Linux drunter geht und können das Ganze over time monitoren. Macht extrem viel Spaß und es lässt einen auch über SNMP wissen, welche Geräte angeschlossen ist, sind, wenn man denn seinen Port richtig konfiguriert. Ja, was haben wir dabei gelernt? Zum einen Tailscale, ich bin da immer noch ein Riesenfan davon und seit den 1,5 Jahren, die wir das in der Firma haben, war einfach VPN nie wieder ein Problem, was für mich schon Win ist. Die OpenGear-Kisten auch einstecken, läuft, außer /31, aber da haben wiederum, der Support ist gut, hat irgendwie ein Quartal gedauert, dann haben sie es einfach gefixt, ohne dass wir rumnerven mussten. Wir haben nur den Bug aufgemacht, eigentlich schon vergessen, dass der offen war, weil wir einfach /30 genommen hatten. Aber ja, ging dann einfach und Wherever-SIM genauso einstecken, APN eintragen, tut. Das voll vermaschte VPN ist ein Feature, das ich nicht mehr missen möchte. Eventuell haben wir uns in dem letzten Jahr mal unser gesamtes IGP abgeschossen. Und da ist es extrem toll, wenn du einfach trotzdem auf dein Out-of-Band-Netz kommst, ohne dir irgendwie Gedanken machen zu müssen, ohne irgendwie das VPN, das du doch irgendwie haben wolltest, weil Compliance das wollte, debuggen zu müssen, sondern einfach nur, zack, Tunnel ist da, ich kann ins Out-of-Band-Netz. Die Türkontakte sind zum einen gut, um zu wissen, ob die Tür aufgeht. Die sind noch viel besser, um die Remote-Hands-Rechnung zu verifizieren. Sorry, IPB. Nein, bei euch war es kein Thema. Aber in anderen Rechenzentren ist das schon ein Thema. Was wir auch gelernt haben, ist, wenn man an eine ASR 9000 ein serielles Kabel oder ein Ethernet-Kabel ansteckt, das komischerweise einen kurzen hat, dann crasht die Routing-Engine. Und ja, das eigentlich Spannendste, und ehrlich gesagt ist mir das erst aufgefallen, als ich die Folien geschrieben habe. Wir verbrauchen jetzt 88,5 Watt weniger Strom pro Pop. Wenn man das mal 19 Pops nimmt, sind das 1,68 kW weniger. Das heißt, wir sparen dadurch 6,2 Tonnen CO2 im Jahr oder in Geld 7.300 Euro. Das heißt, die Hardware, die wir dafür kaufen müssen, ist in unter 3 Jahren refinanziert. Was jetzt auch wirtschaftlich mal ein schönes Argument ist, mit dem ihr zu euren Managern gehen könnt und sagen: Guten Tag, wir bauen jetzt neues nicht OpenGNetz, aber ein neues Out-of-Band-Netz. Insofern, ja, wir sind super zufrieden damit. Für uns gibt es noch ein paar Steps. Das erste und der wichtigste ist, wir müssen den Rollout noch fertig machen. Dann möchten wir die Doku, wie man Tailscale auf den OpenGears installiert, auch open sourcen. Da könnt ihr gerne uns treten, wenn es in 2 Monaten noch nicht passiert ist. Kommt dann auf unserem GitHub. Genauso möchten wir unsere SNMP-Generator-Config für den SNMP-Exporter upstream bringen, damit ihr den Schmerz von SNMP-MIPS durchtreten nicht selber haben müsst, sondern wir das schon für euch gemacht haben. Und wir haben noch ein kleines Tool drumherum geschrieben, wo du einfach nur sagen kannst: Ich möchte auf die Konsole von Gerät 123. Dann guckt es in der Netbox, wo das Gerät seriell angeschlossen ist, macht direkt ein SSH da drauf auf und wir werden glücklich. Vielleicht open sourcen wir das wissen wir noch nicht. Wenn ihr es interessant findet, sagt mir gerne Bescheid, dann mache ich was weiß ich, eine Kerbe ins Holz. Genau. Und das war's auch schon von der kurzen Story. Gibt es irgendwelche Fragen? Nee, also OpenGear hat eine Management-Plattform namens Lighthouse. Die haben wir uns ehrlich gesagt nie angeschaut. Insofern kann ich dir nicht sagen, was er tut, weil wir dafür keinen Bedarf hatten. Ist bestimmt auch ganz toll, aber du musst dir ja trotzdem irgendwie Gedanken machen, wie du da Out-of-Band-Connectivity und Failover und sonst was hinkriegst. Meine Kenntnis davon, Sie waren auf der Dena-Konferenz, haben die auch einen Vortrag gehabt. Wenn ich das da richtig verstanden habe, ist Lighthouse einfach nur quasi ein Umbrella. Also du hast ein zentrales System, was quasi sich
die Remote-Kisten nimmt, konfiguriert und da Verbindungen hinbaut, damit du da das Management hast, aber du hast dann eben wieder die eine zentrale Komponente und ich weiß nicht, wie weit das VPN war oder einfach nur, da muss halt Connectivity da sein und dann kannst du die Dinger managen. Also das war, wenn ich es richtig verstanden habe, primär eine zentrale Management-Appliance, mit der du dann quasi alle unten dran geschlossenen Dinger dann kontaktieren kannst. Okay. Ja, das ist sowas wie SD-WAN, so ein Protokoll wieder. Aus Connectivity, die machen, haben Open VPN drauflaufen und auch auf ihrer Zentrale irgendwo auf dem Lighthouse-Ding. Und dann tunneln die wild durch die Gegend und du brauchst halt ja, wie was dann sagt, Connectivity auf den Open-Gear-Dingern. Und dann tunneln die nach Hause und können dann dort irgendwo werden in Kontrolle. Ist halt auch irgendwas zentral, auch irgendwie die zentrale Instanz, die halt, Moritz sagte, die dann bei Tailgate dann komplett wegfällt. Eine Frage, wenn du sagst, also bei Autofan braucht ihr nicht so viel Traffic durchschicken, das heißt, euer Management macht ihr normal Inbound. Genau, also normalerweise gehen wir Inbound auf unsere Geräte. Wir könnten auch jetzt irgendwie noch Managementnetz oder sonst was durchzudrillen, aber für uns ist es wirklich nur ein Fehlerszenario, wenn wir auf die Konsole müssen. Und was wir fairerweise noch machen, wir haben unsere USVs da, unsere USVs dahinter gehängt. Also so ein bisschen SNMP-Traffic geht da durch, aber jetzt nichts Spannendes. Tailscale. Ja. Nee, also das ist genau der Punkt, ja. Also wenn jetzt quasi im Fehlerfall, was weiß ich, unser Netz explodiert oder der OOB-Provider ist weg, dann kannst du bei OpenGear quasi eintragen, hier monitor mal, was weiß ich, das Gateway mit Ping und wenn du es nicht mehr erreichst, dann denk, dass das Interface kaputt ist. Dann macht es automatisch ein Failover auf LTE und das Tailscale zieht es einfach mit. Das baut sich da irgendwie magisch seinen Tunnel durch. Das kommt auch durch jedes NAT, das du so gegen die Kiste wirfst und dann fällt da was Brauchbares raus. IPv6 übrigens auch. Wie auch das hieß, von der Einwahl her bei Tailscale, wählt man sich direkt auf die ACMs ein oder ist der Knotenpunkt für die Einwahl irgendwo bei Tailscale in der Cloud? Nee, genau, also du hast keinen Einwahlpunkt bei Tailscale, sondern Tailscale kümmert sich quasi nur darum, deine WireGuard-Config zu machen und den Key-Exchange zu machen, aber dein Laptop baut quasi einen End-to-End-Tunnel mit allen Geräten auf die es sich connecten darf. Also mit allen tatsächlich? Der mit allen, naja, du bist fully meshed. Dein Laptop wird quasi ein Tailgate-Tunnel. Tailscale, ja. Das heißt, alle ACMs, ihr habt euch ja für ACMs und nicht für ORMs entschieden, ja. Die sind quasi auch full vermeshed. Ja. Alles ist voll mit allem vermischt. Du kannst es mit ACLs definieren, wer mit wem sprechen darf. Und wenn du quasi sagst, hier, was weiß ich, Router A darf nicht mit Router B reden, dann bricht er eben auch das Mesh an der Stelle und baut es gar nicht erst auf. Aber wenn du das dann doch irgendwann möchtest, dann pusht er das auch innerhalb von Sekunden, solange du das in der JSON-ACL da anpasst. Wir haben auch einen OM, der ganze Stack läuft komplett gleich. Der OM steht bei uns im Lab, weil er mehr Ports hat. Sonst noch Fragen? Dann vielen Dank euch. Ich glaube.